It's gonna hey. Shake it off, shake it off. Hi meine Lieben, ich bin's wieder, eure Dagi, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und in diesem Video geht es um Probleme beim Shoppen. Und zwar habe ich euch bei Facebook und Twitter gefragt, was ich so gerne in den nächsten Probleme-Folgen sehen wollte. Und da sind sehr viele Ideen gekommen. Und ich habe mich jetzt einfach mal für das Probleme beim Shoppen entschieden, hab euch bei Twitter gefragt, was so eure Probleme sind, und hab wirklich sehr viele davon genommen. Also vielleicht ist sogar euer Problem dabei. Aber als Kommentarfrage wollte ich euch nochmal fragen, was ist euer größtes Problem beim Shoppen? Also mein Problem werdet ihr gleich noch sehen im Video. Naja, genug geredet und los geht's! Wer schon mal bei Primark shoppen war, weiß vielleicht, dass man so riesen Papiertüten bekommt, die meistens so überfüllt sind, weil man weiß, Primark ist günstig und so weiter und so fort. Nur wenn man dann in der Stadt ist, schön am Bummeln, schön am Shoppen, und plötzlich fängt es an zu regnen. Ich glaube, dann ist man noch nie so schnell gelaufen, wie man da läuft, weil wenn diese Tüte nass wird, liegen alle Klamotten auf dem Boden und hat dann wirklich die Arschkarte. Warum wird einem eigentlich immer so warm beim Shoppen? Egal ob es im Sommer, im Winter oder sonst wann ist. Gerade im Winter ist es, glaube ich, am schlimmsten in den Läden mit diesen dicken, fetten Bomberjacken, mit Schals, Mützen und was weiß ich was, weil es draußen minus 20 Grad herrschen. Man geht in diesen Laden, kriegt erstmal einen Hitzeschock, schwitzt sich einfach nur tot. Das nervt. Man geht so in einen Laden rein, sieht einen Teil, denkt sich so, boah, das ist richtig schön. Guckt auf den Preis und denkt sich, oh nee, das ist wirklich schon sehr teuer. Komm, lieber nicht, gehe ich mal weiter shoppen. Dann bist du aber die ganze Zeit in Gedanken bei diesem Teil und denkst die ganze Zeit, boah, ich will es ja irgendwie doch haben. Bist dann fertig mit Shoppen, hast dann gar nicht mal so viel gekauft, dein Geld würde reichen. Gehst dahin, der Laden hat zu, oder noch viel schlimmer, es ist ausverkauft. Wenn du ein schönes Teil siehst, denkst du so, wow, das ist echt schön, guck ich mal nach meiner Größe. Ja gut, habe ich gesagt, meine Größe ist nicht dabei, aber jeder andere. Das habe ich aber. Am Anfang des Monats fühlst du dich wie der King, hast Taschengeld bekommen, warst, was weiß ich, beim Nebenjob, hast dein Geld bekommen, gehst dick, fett shoppen, hast richtig coole Klamotten. Dabei denkst du aber nicht an den Rest des Monats, und den Rest des Monats bist du dann ein armes kleines Mäuschen, das du sogar vielleicht in einer Schulcafeteria nach einem Brötchen gammeln musst. Und es meistens nicht klappt. Kennt ihr diese Tage, wenn man voller Motivation ist, denkt sich so, yeah, endlich wieder Geld in der Tasche, heute gehe ich mal shoppen, heute habe ich mal richtig Lust. Ist dann in der Stadt und denkt sich dann irgendwie so nach 10 Minuten, nee, kein Bock, viel zu viele Leute, nee, ich gehe lieber nach Hause, mein Bett. Ah. Kennt auch bestimmt jedes Mädchen die blau angelaufenen Finger, weil man einfach zu viele Tüten in den Händen hat und dir keiner hilft. Entweder die Mutter nicht, der Bruder nicht, der Freund nicht. Nein, du bist mit dem geilsten Outfit ever shoppen, bedenkst aber zu Hause nicht, dass wenn du shoppen bist und Sachen anprobieren willst, dann jedes Mal deine 100 Schichten an Klamotten immer wieder an- und ausziehen musst. Oh Gott. Gerade wenn man irgendwie einen Rock anhat, so was ganz schwer zuzumachen ist, oder ein Kleid, was schwer zuzumachen ist. Und ich denke da voll oft nicht dran. Ich glaube, das hat auch schon so jeder mal erlebt. Mädels, durchatmen. Elektrisierte Haare. Immer diese elektrisierten Haare, wenn man sich 50.000 Mal umziehen muss. Weil die Haare entweder mitten im Gesicht so kleben oder so hängen. Und das ist scheiße. Und immer dieses unfassbar lässige Tüten tragen. Oh. Im Laufe des Tages muss man dann ja auch irgendwann mal vielleicht mal auf die Toilette. Ist die ganze Zeit auf der Suche nach einer Toilette. Und dann ist man vielleicht in einem Shopping Mall. Also ich glaube, das kennst du fast jedes Mädchen. Diese lästige, unglaublich lange Schlange vorm Frauenklo. Sogar beim Shoppen. Ich bewundere Männer so extrem dafür. Sie gehen in einen Laden, sind da vielleicht 10 Minuten drin, kommen mit 4 vollgepackten Tüten raus. Die Klamotten sehen nicht mal schlecht aus und sind fertig mit dem Shoppen. Wie geht das? Du hast dir in den letzten 2 Wochen ein Teil gekauft, was jetzt nicht wirklich so günstig war, du aber unbedingt haben wolltest. Gehst dann nach diesen 2 Wochen wieder in den Laden und siehst, das Oberteil hängt in der Sale-Abteilung. What the fuck? Ernsthaft? Wenn der Laden, in den du unbedingt gehen wolltest, weil er gerade das Teil ist, was du unbedingt haben möchtest, so proppevoll ist, so
nach Schweiß stinkt und du einfach keine 10 Meter in 20 Minuten schaffst, weil es so voll ist. Das Anstehen, um in eine Umkleidekabine zu kommen. Wenn du an der Umkleidekabine wartest und so viele Teile in der Hand hast, dass dir die Arme schon fast abfallen, du gefühlte 3 Stunden gewartet hast und die blöde Umkleidekabine-Tante sagt... Bitte nur 6 Teile proben, Kleine! Oh. Danke! Warum ist es eigentlich so, dass wenn man kein Geld hat, dass die geilsten Teile ever in den Läden hängen, dann hat man Geld und dann sieht alles beschissen aus. Wenn man keine Zeit oder einfach keine Lust hat, irgendwas wieder anzuprobieren, ist dann trotzdem kauft und sich im Laden denkt, ja, pff, ist ganz schön, ist dann zu Hause anzieht und es aussieht wie so ein richtiger Kartoffelsack, also so richtig schlimm. Diese Luft, die überfüllten Läden. Die Füße, die immer so wehtun. Oh. Menschen, die ganz plötzlich einfach so mitten auf der Straße stehen bleiben und du volles Karacho dagegen läufst. Ist mir nicht nur einmal passiert. Wie sieht's bei euch aus? Du bist in der Bahn oder im Bus, hast zigtausend Tüten und denkst dir nur so, okay, du hin mit den Tüten. Leute, ich glaube, der allerpeinlichste Moment, den man haben kann beim Shoppen, ist, man hat voll geshoppt, geht zur Kasse, es ist schon so eine Schlange hinter dir, du bist an der Kasse und dir fällt auf, ich habe mein Geld vergessen. Geil! So, und das war's auch schon mit dem Video. Natürlich waren das alles komplett überspitzte Probleme. Das sind keine richtigen Probleme. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir diesen Lebensstandard leben können. In anderen Ländern ist es leider nicht so der Fall. Also sind es auch keine Probleme. Es dient einfach alles zur Unterhaltung. Also bitte seid nicht zu böse zu mir und sagt, ah, das sind nur keine richtigen Probleme. Ich weiß es ja natürlich selber. Und ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen und es würde mich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch geben würdet und gerne auch weitere Problemevorschläge damit unten in die Kommentare damit. Und ja, das war's mit dem Video. Ich hatte gerade ein Haar im Auge. Und ja, dann sage ich euch bis zum nächsten Mal und ich habe euch alle ganz doll lieb und muah, tschüss.